Buja. Endlich wird der Slime gebufft. Jawoll. Servus Leute und willkommen zu einem neuen Summerstorm Video. Und wir haben einen Hinweis auf einen Balance Patch. Geile Kiste. Und ich gucke mir das jetzt mit euch zusammen an. Und vorher noch eine kurze Info. Ich habe die Bitte von einem Zuschauer bekommen, dass ich doch bitte meine Facecam ein bisschen größer machen soll. Ich hoffe, die Facecam ist groß genug. Mir gefällt das zwar nicht ganz so mit diesem, dass diese Facecam jetzt irgendwie so unten über diese Ecke hängt und so, aber wenn euch das besser gefällt, so dass die Facecam jetzt größer ist, dann lasse ich das auf jeden Fall so. Also, ich hoffe, die Facecam ist jetzt groß genug und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, welche Monster wie gebufft werden. Ich bin schon mega hyped. Jetzt das erste Mal seit langem wieder ein Patch. Balance Patch und wir gucken mal, was wir hier so vorfinden. Also, wir haben alle Bestienreiterinnen, die der Passive Skill vorteilhafte bzw. schädliche Effekte bleiben bestehen, wenn die Reiterin von der Bestie absteigt. Okay, das ist jetzt nicht wirklich ein Buff, sondern eher ein Nerf. Das heißt, wenn du die mit Debuffs belegst und die quasi Dismount macht, dann hat die einfach weiterhin diese Debuffs. Okay. Bestienreiterin Wasser. Beginn des Angriffs ignoriert die Verteidigung des Feindes um 35%. Wurde zu 25% für jeden vorteilhaften Effekt, den die Bestie entfernt. Auch wieder ein Nerf. Bestienreiter Wind. Gigantisches Gebrüll-Effekt geändert. Wenn die Angriffsgeschwindigkeit des Feindes langsamer ist als deine, wird der Angriffsbalken des Feindes auf 0 gesetzt. Senkt den Angriffsbalken des Feindes um 75%. Also auch wieder ein kleiner Nerf. Nicht voll 100%, sondern 75%. Angriffsbalkensenkung. So, der Dunkelheits-Ninja greift dreimal an, wird zu viermal. Der Gesamtschaden ändert sich nicht und erhöht den Angriffsbalken um 30%, wird zu 25% für jeden Angriff, der als kritischer Treffer landet. Und noch ein zusätzlicher Effekt schwächt die Verteidigung für 2 Runden. Oha! Hahn kriegt einen ziemlich geilen Buff. Das heißt, der dritte Skill greift jetzt 4-mal an, bufft seinen ATK-Balken um 25%, wenn er einen kritischen Treffer landet. So, wenn er jetzt 4-mal angreift und 4-mal crittet, haut er seinen Angriffsbalken demzufolge auf 100% hoch und macht einen Deathbreak mit einer Chance von 50% für 2 Runden. Das ist mega geil. Das ist mega, mega geil. Also Harnbesitzer freuen sich sicherlich auf diesen Buff von dem Skill. Dann die Himmelstänzer Dunkel. Der zweite Skill erheitern, Skill changed, vorher erholt die Verbündeten, also HP und erhöht die Angriffskraft für 3 Runden, die Erholungskraft steht im Verhältnis zur Angriffskraft, wird zu erholt die HP aller Verbündeten um 20% ihrer Max-HP und stört ihre erhöht ihre Angriffskraft für 2 Runden, erhöht darüber hinaus den Angriffsbalken der Verbündeten mit vollen HP um 15%. Alter Falter. Jeder Jungbesitzer denkt sich jetzt, sauber, geile Kiste. So, und ihr fragt euch jetzt, ja, wie viele Leute haben dieses Monster eigentlich? Haha, ich bin so einer. Ja, Weird Flex von mir tatsächlich. Sorry, das musste sein. Und ihr denkt euch jetzt so, Andy, du kleiner Fieser. Aber okay, ich bin einer, der von diesem Volume-Buff profitieren wird. Ich freue mich. Und wenn es dann soweit ist, kann ich euch ganz gerne mal ein bisschen Gameplay zeigen. Wie sich das auswirkt. Hahn kann ich leider nicht zeigen, da ich den nicht habe, aber Volume kann ich sehr wohl zeigen. So, schlachtet mich bitte später in den Kommentaren, wenn wir die kompletten Skills durchgegangen sind. Ja, sorry,
Weird Flex musste sein, aber trotzdem Spaß haben. Mir macht's Spaß. So, wir gehen mal weiter. So, weiter geht's mit dem Affenkönig Licht. Tatsächlich viele LD-Fives hier heute. Zusätzlicher Effekt senkt nach einem Angriff den Angriffsbalken des Feindes um 50% für jeden dem Feind gewährten schädlichen Effekt. Boah, das ist geil. Der macht ja auch mit seinem gigantischen Netz Debuffs, Stun, Sleep, glaube ich, oder so. Und Angriffsbalken Pushback. Mega geil. Da ist jetzt hier die Frage: Ja, wer hat den Lichtmonkey? Nicht so viele. Dagegen der Affenkönig Wasser greift 4-mal an, wird zu greift 6-mal an. Der Gesamtschaden steigt um 2%. Boah, er greift jetzt 6-mal an. Also, der hättet ihr doch mit einem Deathbreak ein Tanky-Monster weg. Das ist ja mega. Das ist krass. Also, dass die Shihau buffen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Shihau war von vornherein ein gutes Monster, um ehrlich zu sein. Also, ich habe meinen Wasseraffen sehr, sehr gerne benutzt und benutze ihn auch sehr, sehr gerne immer noch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er einen Buff kriegt. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht für möglich gehalten oder hätte jetzt von mir aus gesagt, buff den Water Monkey. Also, Water Monkey war schon immer gut. Und dadurch, dass sie den zweiten Skill jetzt in den Stun umgeändert haben, sowieso. Aber gut, den Buff nehme ich ganz gerne hin. Also Water Monkey Besitzer, freut euch. Wieder super. So, Affenkönig Feuer. Feuerzauberstab verkürzt die Abklingzeit von 4 auf 3 Runden. Boah, das ist eklig. Genauso wie Affenkönig Wind Blitz Affenzauberstab auch. Abklingzeit reduziert um eine Runde. Affenkönig Dunkel, Dunkelheitsaffenzauberstab. Okay. So, die waren richtig eklig. Ich habe schon öfters mal gegen Wind- und Feueraffen im GK oder BK oder so gekämpft und die sind richtig ekelhaft. Und diese Abklingzeitreduzierung macht das Ganze nicht besser. Aber trotzdem, Feuer- und Windaffenbesitzer freuen sich wahrscheinlich und können sich auch freuen, weil die waren schon immer eklig und dadurch werden sie halt immer noch eklig bleiben. Dämonfeuer, erhöhter Schaden um 8%, Flammen der Hölle. Erhöhter Damage ist nie schlecht. Meeresherrscher Wasser. Maelstrom heißt der dritte Skill. Effekt endet. Der Angriff wird nicht als Streifschuss landen. Das ist schon mal eine krasse Kiste. Also selbst mit Element Nachteil macht er wie ein Crit, ne? Auf jeden Fall gut. So. Bestienmönch Wind. Verringert die Verteidigung mit einer Chance von 50% auf 75% Trick des Windes. Finde ich durchaus einen sehr, sehr guten Buff, muss ich sagen. Ich als Retesh-Besitzer fand tatsächlich wirklich, dass die Rate von diesem Deathbreak ziemlich low war. Zumindest war das immer so gefühlt, meine Annahme. Weil irgendwie hat er das teilweise nie wirklich gemacht. Der hat nie den Deathbreak gehabt. Und mit dieser Anhebung von 50 oder 75% komme ich definitiv besser klar und kann damit sehr, sehr gut leben. Denn dann sehe ich wirklich mal, dass der endlich auch mal Deathbreaks landen kann. So. Bestienmönch, Feuer, Wind und Licht meditieren. Effekt Edit beseitigt bei der Anwendung der Fertigkeit alle schädlichen Effekte, die du besitzt. Entfernst zuerst die schädlichen Effekte und holt die HP. Oh. Das heißt, die glänzen sich jetzt komplett. Die glänzen und healen sich mit ihrem Skill. Das ist natürlich auch mega, mega geil. Weil die haben ja bisher immer diese ganzen Debuffs behalten, wenn die Meditieren eingesetzt haben. Das heißt, Death Breaks oder so wurden behalten, Attack Breaks wurden behalten und sowas. Aber die glänzen sich jetzt komplett. Das ist natürlich geil. So quasi wie Annabelle, bloß auf sich selbst. Nicht AoE, sondern bloß auf sich selbst. Das macht einiges aus. Weil die musst du dann erst wieder debuffen. Und Deathbreak draufhauen, wenn der vorher einen hatte und der glänzt. Oh, das ist geil. So. Ifrit Feuer. Uralter Kraft. Verringert den von Feinden unschädliche Effekte verursachten Schaden um 30%.
verringert den von Feinden ohne schädliche. Oha. Der kriegt quasi weniger Damage, wenn du den ohne Debuffs angreifst. Das ist krass. Das ist natürlich krass. Nicht schlecht. Tessarion? Hm? Der Wasserchoke. Der Wasserchoke kriegt einen Buff. Das war, glaube ich, so ziemlich das schlechteste Net 5 in diesem Spiel, was ich kenne. Der wurde, glaube ich, noch nie wirklich gebufft. Und jetzt buffen die den. Wasserjoker. Überraschungstruhe. Der Skill wurde komplett geändert von beschwört eine Überraschungskiste, die Schaden zufügt und gewährt einen zufälligen Schwächungseffekt durch ein Betäuben, Erholung, Erhöhung der Streifreferal und Verringerung des Angriffstempos. Wird zu Überraschungsbombe, bringt eine Bombe an einen Feinden an, die nach zwei Runden detoniert. Diese Fertigkeit erhält 50%. Der wird ein Bomber. Der Wasserjoker wird clean zum Bomber. Holy cow. Also das überrascht mich jetzt tatsächlich echt sehr. Die machen aus dem einen Bomber. So, und wenn du den halt down machst, kommt er wieder mit Unbesiegbarkeit und Wille und kann dann wieder Bomben drauf machen. Und das macht ja wirklich ein komplett anderes Monster aus dem. Also ich bin jetzt echt gespannt, ob es Leute gibt, die den Wasserjoker jetzt bauen. Dadurch, dass der zum Bomber wird. Das ist bisher der krasseste Buff, den ich jetzt bisher gesehen habe. Was hältst du davon? Wirst du dir jetzt durch diesen Buff den Wasserjoker bauen? Schreib es mir mal in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Also ich habe nicht und ich weiß auch nicht, ob ich mir den baue. Ich werde erstmal gucken, wie das bei den anderen Leuten ankommt. Es wird sicher YouTuber geben, die das ausprobieren. Das haut mich jetzt tatsächlich sehr um. Krass. Meerjungfrau Wind. Die hat sicherlich auch mal einen guten Buff gebraucht, hoffentlich. Gebrochene Hoffnung, 50-80%ige Chance, die Verteidigung für 2 Runden zu verringern und die Abklingzeit der Fertigkeit um 2 Runden zu erhöhen. Okay, also erhöhte Debuff, also mit der Deathbreak-Chance und Abklingzeiterhöhung von 2 Runden, nicht schlecht. Meerjungfrau Wasser, Wind und Licht mit Luftschild. Die Menge des Schildes steht im Verhältnis zum Level des Monsters. Dass diese Fertigkeit benutzt, wird zu Max HP des Monsters. Ah, nice. Das heißt, das Schild wird jetzt proportional zu Max HP. Und Tetra ist richtig, richtig geiles Monster. Benutze ich selber sehr, sehr gerne. Schöner Gene Counter. Und die müsste ich jetzt bloß noch auf HP holen, weil ich die Speed HP Defense habe. Aber das wird sich jetzt ändern mit Änderungen des Skills. Das heißt, die muss ich jetzt auf Doppel-HP bauen und der Schild absorbiert mehr. Geil. Absolut geil. So, Meerjungfrau, Feuer dunkel, Leben gewähren, Effekt erhöht den Angriffsbalken des wiederbelebten Verbündetenziels um 30%. Mega geil. Ich als Beta-Besitzer kann mich natürlich sehr, sehr freuen. Die ist halt schon mega geil mit ihrem dritten Skill Immunity und Crit Resist mehr und ihrem Revive von einem Monster. Aber dass die jetzt auch noch ein Monster revived und den Angriffsbalken um 30% erhöht, ist halt wieder extrem geil. Finde ich mega gut. Wieder ein Monster, was ich besitze, wo ich profitiere. Nice, nice, nice. So, Meerjungfrau Licht, greller Nebel, Erholung der HP von 10 auf 25%, finde ich gut. Ich meine, für ein Licht Vorstar Monster kann man da schon mal ein bisschen von der passiven her, was Erholung angeht, schon mal ein bisschen reinhauen. Also alles gut. So, alle Sniper, präziser Schuss, erhöhte Schaden um 10%. Safe. Sniper, Feuer, Wind, Dunkel, verstecktes Ziel, verkürzt die Abklingzeit um eine Runde. 6 Runden für den Skill ist schon ziemlich krass.
So, Feuersniper, Auge des Todes. Verringert die Verteidigung eines zufälligen Ziels für eine Runde. Verringert die Verteidigung des Feindes mit der niedrigsten HP-Status für eine Runde. Ah, okay. Es hat quasi nicht mehr random, der Deathbreak, sondern das, was am niedrigsten HP hat. Das ist natürlich gut, weil dann könnt ihr, wenn ihr einen Monster weghaben wollt, euch erstmal auf eins konzentrieren. Das wird den HP ja ein bisschen runterhauen. Und dann kriegt er quasi dann den Deathbreak drauf. Nice. Sniper Wind, Veteran, erhöht den Angriffsbalken um 50%, wird komplett voll. Dazu kann ich nicht wirklich viel sagen, da ich den noch nie gespielt habe. Sniper Dunkel, verursacht 50%, also 100% mehr Schaden. Ach ne, Self-Rutsch, nachladen. Erhöht den Angriffsbalken um 50%, wenn du einen Feind besiegst. Why not? So, jetzt aber Magiere der Feuer. Verursacht 100% mehr Schaden, wenn der Feind mehr HP als du besitzt. Stark erhöhter Wert Angriffsgeschwindigkeit, die mit abnehmender HP zunimmt. Also 100% mehr Damage, wenn der Feind mehr HP hat. Klingt gut. Mehr Damage. Sehr schön. Habe ich wieder einen Grund mehr, mir die zu bauen. So, Magiere der Wind, Sturmklinge. Effekt Change verringert den Angriffsbalken des gegnerischen Ziels bei jedem Angriff um 30%. Verringert den Angriffsbalken des gegnerischen Ziels beim ersten und zweiten Angriff um 30%. Absorbiert den Angriffsbalken aller Feinde mit dem letzten Angriff um 30%. Oha. Das ist geil. Geiler Skill Change für Turm. Nice, nice, nice. So, Dryade Wasser. Effekt Edit verringert die Verteidigung für 3 Runden. Deathbreak, okay. Windtriade. Wenn du einen Feind angreifst, der bereits kontinuierlichen Schaden hat, verursachst du zusätzlich eine Runde lang kontinuierlichen Schaden. Okay. Halle Gargoyle betäubt den Feind eine Runde lang mit einer Chance. Geil. Das ist geil. First Skills dann mit 30%. Das ist natürlich mega, mega krass. Und ich habe ja den Windgargoyle Sixstar. Nice. So, Gargoyle, Feuer und Dunkel. Provoziert für eine Runde. Nicht schlecht. Provoke. Auch immer geil. Gargoyle Wasser. Passivaktivierungsbedingung vereinfacht. Wenn dein Zug mit weniger als 30% bzw. 50% HP endet, wirst du in. Okay. Gargoyle Wind ist der, den ich habe. Erhöht den reflektierenden Schaden um 25%. Verringert die Abklingzeit deiner Fertigkeiten, wenn du angegriffen wirst, selbst wenn es keine kritischen Treffer sind. Boah. Also das heißt, der macht jetzt Erstskill Stun 30%, reflektiert in der Steinstatuenform 25% mehr Damage und die Abklingzeit reduziert sich. Das ist natürlich mega geil. Das ist mega geil. So, Gargoyle Licht. Wenn die Abklingzeit der Fertigkeit des Ziels, das sich angreift, erhöht wird, kann die Abklingzeit die Max-Abklingzeit überschreiten. Was? Das ist ja mal mega übel. Du musst einfach mal 7 Runden auf deinen Skill warten, bis du ihn wieder einsetzen kannst, oder wie? Magieschütze, Feuer, Wasser, Dunkel. Erhöhter Schaden um 10% mit Keilpfeil. Magieschütze, Raimi, Licht. Licht, ne, leichter verkeilter Pfeil. Erhöhter Schaden um 10%, ja. Haben jetzt, glaube ich, nicht so viele. Magieschütze, Wind. Erhöht den Wert des kritischen Schadens, der sich entsprechend der verlorenen HP erhöht. Also mehr Damage, je mehr. Ja, mehr Damage Output, je mehr Damage ihr eingesteckt habt. Magieschütze, Licht. Erhöht nach einem Angriff. Achso, erhält nach einem Angriff sofort eine weitere Runde, wenn der Feind nicht betäubt ist. Okay. Magieschütze Fami. Silber Buff. Okay. Magieschütze Dunkel. Erhöht die Chance, die Verteidigung zu ignorieren, um 15% für jeden dem Feind gewährt tödlichen Effekt. Nice. Verteidigungsignorierung immer geil. Mehr will das nicht.
So, dann haben wir die Erweckungskraft mancher Monster wird sich ändern. Okay, also wir haben den Xiang Fei Panda Warrior Feuer. Erhöht den Widerstand um 25%. Fertigkeit ruhiges Gemüt wird gestärkt. Stärkungseffekt von ruhiges Gemüt entfernt alle schädlichen Effekte von dir. Entfernt alle schädlichen. Ohohohoho. Entfernt schädliche Effekte aller Verbündeten. AoE Cleanse, Alter. AoE Cleanse. Das schreit doch förmlich nach Raid, Alter. Das schreit doch einfach nur nach Raid. Das ist mega, mega geil. Wir haben jetzt ein AoE Cleanse für alle unsere Verbündeten. Das ist geil. Feuerpanda, absolut geil. Jetzt nach dem Buff für Raid, Alter, Raid zu. Oh, geil. Da freue ich mich richtig drauf. So, Dunkelheits Anubis, Stärkung der Fähigkeit Seelenbohrer. Stärkung der Fertigkeit. Stärkungseffekt erhöht dein HP um 50% des verursachten Schadens. Erhöht die HP aller Verbündeten. Einschließlich deiner um 30%. AoE Heal. Das ist natürlich auch geil. Statt dass er sich um 50% erholt, einfach mal AoE Heal 30%. Während Dunkelheits Anubis besitzt, here we go. So, Anubis Wind. Stärkung der Fertigkeit Seelenbohrer. Wird zur Stärkung der Fertigkeit Mal der Hölle. Gewährt den Unbewusstheitszustand für 2 Runden mit einer Chance von 50%. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur den Stigmas Debuff, sondern auch Unbewusstheit. Also wieder einer mehr, der Unbewusstheit macht. Auf jeden Fall nice to have. Meerjungfrau Wind. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um 15. Mehr Speed, Leute, mehr Speed. Und Speed ist immer geil. Dunkelheitschimäre Zeratu erhöht den Widerstand. Wird zu erhöhte kritische Rate. Oh, Bruder. Das ist heftig. Jeder Skill Wind Ifrit erhöht die Genauigkeit, erhöht das Angriffstempo von verbündeten Monstern um 24%. AoE Speed Lead, Freunde, AoE Speed Lead. Wir haben wieder einen AoE Speed Lead mehr. Geil. Geil, geil, geil. Überall global AoE Speed Lead. Mega, mega geil. So, Fertigkeitsfehler wurden behoben. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Monster nicht den Vampireffekt von Vampirrunen oder erhielt. Ach so, okay. Ja, Fertigkeitsfehler möchte ich jetzt nicht so machen. Aber Alter, wenn das keine geilen Buffs sind teilweise, dann weiß ich auch nicht. Was haltet ihr von diesem Balance Patch? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Schreibt mir mal, welches Monster mit welchem Skill euch am meisten vom Hocker gehauen hat. Also ich komme halt immer noch nicht auf diesen Wasserjoker klar, der jetzt zum Bomber wird. Das wird total krank und total crazy, was dann hier passiert. Wie sich dann auf einmal vielleicht alle diesen Wasserjoker auf einmal bauen. Da bin ich echt gespannt. Aber Alter, das ist ein sehr, sehr guter Patch und Buff von Monster, den ich seit langem gesehen habe. Schade, dass die Bestienreiter ein bisschen genervt werden, aber okay. Das kam wahrscheinlich von der Community aus, man weiß es nicht, aber ja. So viel zum heutigen Video, wo wir uns über die, ja, über den Balance Patch unterhalten haben und uns den gemeinsam angeguckt haben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst wie immer ganz gerne einen Daumen da. Falls du noch kein Abonnent bist, dann würde ich mich freuen, dich bei mir auf meinem Channel begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns wie immer im nächsten Summer-Spa-Video wieder. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.